So, und da geht es auch schon weiter. Ausbruch! Das war der letzte Kampfschrei. Ich glaube, mehr ist das hier eigentlich auch gar nicht. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass man hier jetzt großartig noch irgendwas machen. Was ist das denn für ein Clown? Naja, ich weiß, was für ein Clown, aber die Wachen sind abwesend. Das ist unsere Chance. So oder Europa, Mond habt ihr. Was? Die bemerken uns nicht, wenn wir einfach hier rauslatschen, oder was? Das ist klar. Ist klar, Leute. Wer es glaubt. Ey, da sind die beiden, ja. Bumba. Hey, hast du extra auf mich gewartet? Hunger, Hunger. Oh, pass gut auf dich auf. Gute Heimreise. Oh, ist der nicht süß? Auch will? Oh, oh. Oh, Leute. Hallo. Mist. Ich habe ihm noch versprochen, ein Essen zu spendieren. Naja, wenigstens hat er jetzt seine Freiheit. Das ist ein einziges Problem und... Ja. Ist schon in Ordnung. Er ist auch ein Anti-Adel. Er versorgt uns immer mit den notwendigen Informationen. Ah, verstehe. Wollen Sie uns helfen? Willkommen bei den Anti-Adels. Sie haben ja eben ganz schön rumgetobt. Eigentlich die Gelegenheit, das Labor zu verlassen. Jo. Stimmt was mit dem Professor nicht? Oder hat Adel das Interesse am Labor verloren? Das war wieder der Professor. Er hat etwas Neues gefunden. Ein Forschungsobjekt, das viel, viel kleiner ist als die Lunatic Pandora. Er interessiert sich jetzt für ein Kind namens Alien. Alien? Okay, kennst du sie? Klar, wir sind hier, um sie zu finden. Aha. Wo ist sie? Wo ist sie, du Spasti? Wo ist Alien jetzt? Professor Odin weiß bestimmt, wo sie ist. Aha, Odin also. Okay, wir müssen zurück. Danke für eure Hilfe. Ihr solltet ebenfalls von ihr abhauen. Ciao. Jo, hau rein. Warte doch mal. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Sie suchen noch Alien, richtig? Dazu brauchen sie Gleichgesinnte. Zu dritt haben sie gegen Esther. Nein, gegen Adel. Keine Chance. Wie können wir ihnen dabei helfen? Ich gebe ihnen die nötigen Infos. Das ist ein gutes Angebot. Wir brauchen Infos über Esther. Ich will nicht wie letztes Mal in der Stadt gefasst werden. Wart denkt bestimmt genauso. Ja. Hä? Okay, verstanden. Wir nehmen eure Hilfe an. Aber als Gegenleistung werden wir euch Anti-Asels kräftig unter die Arme greifen. Sie heißt Adel. A-D-E-L-L. Du solltest lieber zuhören, wenn andere reden. Mein Wort mit seinem eisernen Blick. Klar spüre ich das. Ich spüre es immer wieder. Aber der Name ist unwichtig. Hauptsache der Mumm stimmt. Dann ist nichts unmöglich. Irgendwie hast du recht. Keine Ahnung, wovon du redest, aber ich möchte, dass du uns führst. Es mag zwar egoistisch klingen. Ja, überlass das nur mir. Aber erst, wenn wir Elliot gefunden haben. Ich gehe mal kurz den Odyle fragen. Wartet also auf mich. Okay. Ach, schon wieder geantwortet, ohne zu überlegen. Es hat bisher immer geklappt. So wird es auch diesmal sein. Ja, ja. Na gut, aber als erstes gehe ich mal den Drawpunkt hier plündern. Was ist das? Tod. Naja. Tod bekommt mal Wart. Und Tod brauche ich im Moment eigentlich nicht. Noch nicht vielleicht. Das brauche ich später für einen ganz bestimmten Gegner. Ja, ja. Aber ansonsten. Lieber Tier? Tja, müssen wir uns eben umsehen. Oh, eine. Ah, Waffenausgabe. Die erste Ausgabe der Waffen. Ah, so ist das. Ich glaube, da sind jetzt mitunter ultimative Waffen dabei, oder? Bam, 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 bam. Gucken wir mal. Yo! Die Löwenherz. Oh, die werde ich mir auch bald schmieden. Shooting Star, die ultimative Waffe für Renoir. Exeter, die ultimative Waffe für Irvine. Und Traum oder Illusion. Hatte ich die nicht schon? Ich weiß nicht. Dip, dip, dip. Sehr schön, sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. Die Waffen werde ich mir auch bald besorgen. Ich meine, jetzt bin ich ja auf der dritten CD. Bald auf der vierten CD. Geiler Aufzug. Da werde ich mir die jetzt dann bald besorgen. Da ist dieser komische Clown. Ich weiß auch nicht, aber der sieht irgendwie scheiße aus. Professor Odin, wo ist Alien? Ihr seid freiwillig zurückgekommen? Ja. Willst du jetzt kämpfen oder was? Das nenne ich vernünftig. Halt die Fresse, Alter. Bäm! Oh, mein Bild. Oh, mein Bild. Nochmal so eine. Ach, Infictus ist dabei. Inficken! Scheiße!
Gut, dass ich hier hab. Gut, dass ich den Item-Befehl für ihn hab. Ja, ja, Konter. Ich habe ihn Konter ausgerüstet. Felix Fader. Jetzt werde ich erstmal alle beide wiederbeleben. Naja, sollten sie überleben, ist die Frage. Tot. Willst du mich verarschen, oder was? Okay, Leute. Ich werde Quetzalcoatl auf sie ballern. Ich habe vergessen, dass ich danach kampfe. Ich komme nicht mehr klar, ey. Schrottflinte. Schrottflinte natürlich. Komm, mach hin, komm, komm. Ja, du kannst eh nichts ausrichten mit deinen 170 Schaden, ey. Bam. Komm, lasse den Donner aufs... Oh, Laserstrahl. Was willst du denn eigentlich von mir, du hässliches Gestänge, ey? Autsch. Und jetzt? Oh, Konter. Der Konter... Oh, Kritik... Oh, Bams! Stirb! Nicht ich, sondern du gleich. Ist doch gut jetzt mal. Mach doch endlich mal deinen scheiß Gewittersturm, ey. Mein Gott. Ich hoffe, die drei sind auch danach passé, ne? Nicht, dass ich jetzt hier mich ins Zeug lege mit dem Button-Mashing hier und dann leben wir noch, ey. Schlecht. Schlecht, Lucifer. Das ist einfach nur schlecht, was du hier ablieferst. 173. Was ist das denn, ey? Bäm! Blablabla. Also die beiden Soldaten müssten auf jeden Fall tot sein. Wie es mit dem hässlichen Viech da aussieht, ist mir auch egal, denn nur die Soldaten können tot. Sag ich doch, der... Was? Oh ja. Ich dachte schon, ey. Ja, komm, stirb. Bist du jetzt tot oder nicht? Was ist das denn jetzt hier? Komm, genau. Bist du tot? Nee, habe ich irgendwas verpasst hier oder was? Ach so. Ich schon fehlgeschlagen. Warum? Reflektor. Oh, jetzt darf ich den Spasti hier noch. Flairstein. Ach komm, ich mach mal den hier. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, nochmal eine Beschwörung, nochmal eine GF einzusetzen. Ach so, war's schon. Scheiß Ding. Ja, die beiden pennen. Ich hab's vergessen, sie wieder zu beleben. Ich war doch im Menü wegen der Waffenzeitschrift und hab's nicht gesehen. Ich bin schon schlauer. Ja. Ihr möget mich stören, oder? Alien ist mir nicht bekannt, oder? Hä? Kann ich mich heilen? Ja. Gelogen habe ich. Mir ist Alien bekannt, oder? Was ist das für ein Spasti? Hey, warte gefälligst. Wo zum Teufel ist Alien? Alter, wollen die mich hier natzen oder was? Naja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier erstmal aufpushen. Bam, bam. Dann werde ich mich heilen. Ja, ich scheiß auf die Limit-Techniken. So, ja. Hast du irgendwas fallen gelassen? Muss ich jetzt nochmal da nach oben oder was? Ja, ich glaube schon. Ich muss ihm folgen. Wieso fährt er nicht hoch? Jetzt fall... Oh, Mann. Das Spiel ist echt so logisch, ey. Der sieht so scheiße aus, der Typ. Also, wo ist Alien? Bleib stehen, du hässliches Vieh. Du blödes Alien. Komm her. Oh, Space Taxi. Ist das ein Privatwagen? Hey, warte. Sag mir, wo. Im O-Labor, oder? Oder im Null-Labor. Alien, halte sich dort auf! Er meint das Odin-Labor. Achso. Odin-Labor. Okay. Um dorthin zu kommen, müssen sie dies. Dort, dann, danach und dann. Oh, Leute. Oh, scheiße. Sorry. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen. Danach und darüber und ja, ihr wisst schon. Ich verstehe. Überhaupt nichts. Kyros, du machst das schon. Jo. Boah, wie passt Wart in das Auto rein, ja, Alter. Wie passen die alle in den Karren da rein? Das kann ich doch gar nicht. Wir sehen uns bald wieder. Viel Glück. Passen Sie auf sich auf. Und der geht jetzt ganz normal weiterarbeiten, oder was? Obwohl er ein Verräter ist? Ja. Esther ist merkwürdig. Hier sind wir doch richtig. Oder? Es ist ein bisschen eigenartig. Die ganze Stadt ist eigenartig. Ups, wo ist der denn geblieben? Wer denn? Ich denke, dass er uns gerade sucht.
Naja, normalerweise springt man nicht aus einem fahrenden Wagen. Naja, ich hatte es eilig. Psst, Laguna eben. Hoffentlich ist dem nichts passiert. Nachdem man den anderen Typen, ne? Wir sollten langsam ran. Was denn? Oh no! Die waren doch noch gar nicht bei mir. Erzähl mir doch nix. Leute, erzählt mir doch keinen Stuss hier. Aber egal, euch baller ich weg, Alter. Eisenschneider. Viel Spaß, Leute. Das erste Mal, dass wir ihn in Action sehen. Ja, Odin. Er kommt durch den Zufall, also er kommt nach dem Zufallsprinzip. Wann er Bock hat eben. Haben wir den schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Egal, jetzt sehen wir ihn eben nochmal. Oh, ich liebe Odin, ey. So eine geile Beschwörung, ey. Und jetzt noch Blut spritzt und splattermäßige Effekte, das wäre geil. Aber gut. Level up, yay. Potion. Ja, das ist natürlich immer ganz schön, wenn Odin kommt, weil so geht der Kampf dann um einiges schneller vorüber. Ist schon cool. Was ist denn das? Warte, da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte erst den Drop und Doppel. Oh, Bams. Brauche ich zwar nicht, aber 13 mal Doppel, immerhin. Na gut, vielleicht später könnte ich das doch gebrauchen. Hinsetzen. Oh Gott. Oh nein. Ist schon eine komische Technologie hier. Und da kommt er angerannt, der Spackodai. Leider etwas zu spät. Ey, Leute, was geht? Ja, ist ja gut jetzt. Nicht so viel Special Effects, bitte. Ich hab's eilig. Döp, döp, döp. Ey! Hui! Hier sieht's ja toll aus. Hä? Oh, schon wieder kämpfen. Okay. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diesen Abschnitt des Spieles habe ich total verdrängt. Deswegen weiß ich hier nicht so viel von. Kein Eisenschneider? Ach, Mann. Bam, bam, bam! Stirb, du Bastard! Diebstahl fehlgeschlagen, was zur Hölle? Wort! Bam! Alter, stellt euch mal vor, ihr kriegt so eine Riesenharpune in die Fresse. Da steht doch. Oh, da steht doch keiner mehr, ey. Alien! Ja, tschüss, Wart. Wer ist das denn? Kenn ich die? Naja, was soll's. Bam, bam! Diebstahl fehlgeschlagen. Leck mich am Schwanz, Alter. Ach, komm her, du Bastardkind. Nur weil du ein bisschen zaubern kannst, denkst du, du wärst was, oder was? Naja, Wart hat's wieder erwischt. Wart erwischt es immer irgendwie, komischerweise. Yay, yay, yay. Alexander beherrscht Anfeuern. Yay. Ganz großes Kino. Da werde ich erstmal hier ihm was Neues beibringen. Element Abwehrkopplung bei 4. Oh, wow, 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 wow. Beleben. Oh, wow, 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 wow. Lernen wir mal beleben, ja. Achso, ich sollte Wort wiederbeleben. Wo wir gerade beim Thema beleben sind. Zauber, Viagra. Viagra schadet nie. So, gibt's hier irgendwas, oder? Beeps, beeps, beeps. Error. Fred Error. Hast du überhaupt einen Plan? Nope. Hab ich nicht. Muss ich noch was machen? Und jetzt? Doppel-Error. Nein, ich hab keinen Plan. Was denkt ihr von mir? Was ist hier? Hier werden Aliens gezüchtet, glaube ich. Ich glaube, die werden alle gezüchtet, diese komischen Soldaten, ey. Oh je. Alien! 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 Scheiße, sie hört mich nicht. Oh, sie ist im Gefängnis oder so. Irgend so eine komische Zelle. Muss ich jetzt nochmal das Teil hier anklabern oder was? Oder muss ich jetzt hier raus nochmal? Immer noch Error. Ich habe immer noch keinen Plan. Na gut, dann werden wir mal das nächste Mal. Im nächsten Video werden wir hier rausgehen. Was wird uns erwarten hier draußen? Findet es heraus. Bis dann.